Ja, wir werden immer digitaler. Auch in den letzten Jahren wurden schon Azubi-Projekte angestoßen, zum Beispiel die Papierfreiheit, die wir jetzt im Unternehmen einführen möchten. Und das stößt auch in der Geschäftsleitung dann auf offene Ohren. Mein Name ist Dietz Richard, ich bin Auszubildender im Bereich E-Commerce. Ich arbeite bei der Firma Franz Josef Schütte GmbH und wir sind Hersteller für Brausen, Sanitärartikel oder auch Armaturen. Ich bin hier in der Gemeinde groß geworden und Schütte ist einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. Da kommt man eigentlich an Schütte so gar nicht vorbei. Und ich habe auch einige Kollegen und Freunde von früher, die auch schon seit längerer Zeit hier arbeiten. Ich habe mich ganz klassisch online beworben. Das war am Anfang von Corona. Deswegen gab es kein klassisches Bewerbungsgespräch, sondern hat online stattgefunden. Da habe ich mit zwei Kollegen aus der Geschäftsleitung gesprochen und ein nettes, freundliches Gespräch geführt. Nach meinem Vorstellungsgespräch habe ich dann noch ein kurzes Praktikum gemacht. In der Zeit konnte ich mir dann überlegen, wo ich die Ausbildung machen möchte. Wir haben ja hier bei Schütte eine große Auswahl an verschiedenen Ausbildungsberufen. Und da bin ich beim E-Commerce-Kaufmann gelandet. Wir veranstalten regelmäßig hier Azubi-Treffen, wo dann auch unsere Vorgesetzten eingeladen sind und auch ab und zu dabei sind, dann auch an einem Abend vielleicht mal gemütlich was zu trinken. Zum Abschluss des Jahres feiern wir immer eine Weihnachtsfeier bei uns. Das ist neben dem Oktoberfest bestimmt ein großes Highlight hier im Unternehmen. Essen ist gut, Getränke sind frei. Man kann sich mit Kollegen unterhalten, ist immer nett. Unsere Mittagspausen sind so individuell wie unser Dresscode. Einige machen hier bei uns in der Kantine Pause, andere fahren auch gerne mal nach Hause oder essen irgendwo unterwegs. Schütte hat sich aus dem stationären Handel jetzt entwickelt, möchte auch online verkaufen und wir werden immer digitaler, definitiv. Man kann uns auch auf Social Media finden, zum Beispiel auf Instagram oder auch auf unserer eigenen Website. Mich hat überrascht, dass wir hier nicht die klassischen Azubi-Tätigkeiten machen müssen, wie Kaffee kochen oder kopieren, sondern dass wir hier wirklich als vollwertige Kollegen angesehen werden. Finde deinen Platz und bewirb dich beim Unternehmen, das zu dir passt.